Das Krafteck. Das Krafteck ist in diesem Fall eine ganz schicke Sache. Und zwar, ich habe mir mal eine Beispielaufgabe rauskopiert. Hier habe ich einen Zugstab, hier ist es ein Druckstab. Warum das so ist? Und das ist im Prinzip oder im Allgemeinen immer der Grundansatz, wo die Leute ein bisschen Probleme haben, ist folgender. Wir gucken uns mal dieses Krafteck, also diese Skizze, die habe ich hier nochmal rausgeholt. So ist sie gegeben. Hier Druckkraft, hier Zugkraft. Aber warum ist das so? Immer extrem denken. Wir stellen uns mal vor, wir würden diese Gewichtskraft mal ganz einfach ganz knapp an der, wie eine Art Rolle, vorbeilaufen lassen. Also wir stellen uns diese Kraft mal als Seil vor. Ja, würde dann hier noch eine Druckkraft entstehen? Wahrscheinlich nicht. Andererseits, warum ist das eine Druckkraft hier, das hier? Naja, jetzt stellen wir uns wieder extrem vor, wir würden das Seil richtig in Richtung Wand wieder ziehen. Oder in Richtung des Befestigten, dann würde doch hier diese Rolle eine Druckkraft auf ihren Träger ausüben, sprich auf ihren Aufhängungspunkt letzten Endes. Und so muss man sich's vorstellen. Der Rest ist dann wieder billig. Ich habe Folgendes erstmal gemacht. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck, hier ist der rechte Winkel, sehr schön. Und nicht zu vergessen, die Zugkraft, also die hier dran zieht, ne, so wie ich es hier im extremen Beispiel vorgestellt habe. Das ist keine echte FG, deswegen habe ich die übrigens hier in Anführungsstrichen gesetzt. Die Zugkraft, ja, das ist die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite, die entspricht der Hypotenuse. Die Druckkraft, bezogen auf diesen Winkel Alpha hier, ist die anliegende Kathete, Ankathete. Und F selber, also die Kraft, die ich hier als FG bezeichnet habe, diese F, die zieht hier unten, beziehungsweise ich kann ja durch Parallelverschiebung von Vektoren, kann ich die auch hier oben reinlegen. Da kann ich ganz einfach sagen, naja, das wird die Gegenkathete sein, gegenüber diesem Winkel. Daher diese Bezeichnung. Und wie das dann gerechnet wird, hier ging es ein bisschen fix zur Sache. Aber ich glaube, da werde ich hier oder dann zum Schluss nochmal einen Link einfügen, wie man mit solchen Kräften umgeht. Nochmal, nicht zu vergessen. Ich habe hier gewisse Längenverhältnisse. Wenn ich Längenverhältnisse habe, kann ich ideal dann mittels Verhältnisgleichung auch Kräfte diesen Längen zuordnen. Und dementsprechend kann ich dann wieder die Aufgabe relativ leicht lösen. Ich hoffe, dieser Gedankenansatz hilft grundsätzlich beim Lösen von solchen Aufgaben, wie sie hier zum Beispiel beispielhaft in so einer Sammlung von Aufgaben vorgestellt ist. Man möge mir verzeihen, dass ich diese Aufgabe, aber da sie schon erklärt ist, werde ich hier wahrscheinlich nichts doppelt gemacht haben, dass ich die mal hier mit auffüge, diese, also anfüge, diese Aufgabe. So, na denn, ich mache das Video dicht, einfach wieder in der Playlist der technischen Mathematik und Physik gucken, da werde ich dann laufend ergänzen. Ich hoffe, es hilft und würde mich freuen, wenn es entsprechend bewertet wird. Wenn es hilft, wenn nicht, auch Tipps, Anregungen und so weiter bin ich gerne dafür, stehe ich gerne zur Verfügung. Aber wie gesagt, ich kann nicht andauernd schnell alles nachholen. Also, bis dann. Tschüss.